Hi, ich bin Sebastian und ich würde euch gerne ein bisschen was über das Thema die gesunde Geschäftsreise erzählen. Ja, und da geht es vor allem um die Ernährung. Ich bin da eigentlich ein Negativbeispiel in der Vergangenheit und mache es heutzutage aber hoffentlich ein bisschen besser. Das bedeutet, ich bereite mich bei der Geschäftsreise nicht nur auf den Termin auf der Businessseite vor, sondern überlege mir auch ganz genau, was ich zu mir nehme und ob ich mir das vielleicht im Idealfall sogar selbst zubereiten kann. Der beste Weg, sich gesund zu ernähren, ist eigentlich zu wissen, was steckt in meiner Mahlzeit alles so drinne. Denn gerade im Geschäftsalltag bleibt uns oft nicht die Zeit, uns gesund zu ernähren. Dabei könnte es so einfach sein. Stichwort Vorbereitung. Denn beim sogenannten Meal Prepping muss man sich zwar ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber man kann sich dann umso sicherer sein, dass man während der Geschäftsreise ausgewogen und vor allem gesund unterwegs ist. Das Wochenende eignet sich übrigens hervorragend, damit ihr euch essenstechnisch auf die nächste Woche vorbereiten könnt. Und hier eignen sich so proteinhaltige Produkte wie Tofu oder Hülsenfrüchte oder gerne auch Käse hervorragend, denn die sind lange haltbar, vor allem in diesen Frischhalteboxen. Die stellt ihr dann entweder zu Hause in euren Kühlschrank oder in die Minibar direkt im Hotel. Und wenn es nicht so eine Frischhaltebox ist, geht natürlich auch die Tupperware, die ihr noch von eurer Mutter habt. Wenn dir vielleicht die Zeit fehlt oder du ehrlicherweise gar nicht so eine große Lust hast, dir die Prep-Meals selbst zuzubereiten, gibt es in Deutschland mittlerweile mehr und mehr Prep-Anbieter. Das bedeutet, du gibst eigentlich nur noch an, was du essen möchtest, natürlich auch, was du nicht essen möchtest, oder ein Ernährungsziel und dann bekommst du zum Anfang der Woche das geliefert, was du den Rest der Woche essen kannst. Einfacher geht's wirklich nicht. Als schneller und vor allem gesunder Snack zwischendurch ohne eigene Zubereitung eignen sich natürlich die Klassiker schlechthin. Auf der einen Seite sämtliche Arten von Nüsse oder natürlich ein Müsli-Riegel. Wichtig ist einfach nur, achtet darauf, dass es zuckerfrei und auch salzfrei ist, denn das raubt euch viel mehr Energie, als es euch Energie gibt. Auch wenn es im ersten Moment genau andersrum sich anfühlt, das ist nämlich das Gemeine. Und wenn alle Stricke reißen, dann greifen wir auf den Klassiker schlechthin zurück, Obst. Natürlich setzen die meisten Geschäftsreisen mittlerweile auf Smoothies. Die könnt ihr direkt dort kaufen, wo die Geschäftsreise losgeht, ob am Flughafen, am Bahnhof oder auch auf der Raststätte. Aber richtig gut ist natürlich auch, wenn man sich den Smoothie selbst zubereitet. Mittlerweile überhaupt kein Problem mehr mit einem Smoothie Maker to go, der ist batteriebetrieben, macht ihr euch den Smoothie unterwegs ganz einfach selbst. Ganz egal, ob im Büro oder unterwegs, langes Sitzen ist nicht gut für euren Rücken und schadet sprichwörtlich der guten Haltung. Da gibt es jetzt aber etwas, was ich euch wärmstens empfehlen kann, und zwar dieses kleine Gerät. Hört auf den Namen Upright Go und wird zwischen die Schulterblätter geklebt. Verbunden mit einer App erinnert es euch dann durch sanftes Vibrieren immer dann, wenn ihr zu krumm dasetzt und euch sprichwörtlich wieder gerade machen solltet. Wer seine guten Vorsätze und auch die eigene Motivation aufrechterhalten will, für den gibt es Gadgets wie Tracker oder Smartwatches. Noch einfacher ist es natürlich, ihr tut euch mit ein paar Arbeitskollegen zusammen und zieht das einfach gemeinsam durch. Habt ihr sonst irgendwelche Tipps und Tricks für mich? Hinterlasst die gerne hier in den Kommentaren.